Warte, eine Sache muss ich doch. Obwohl, ich hab Dings mit. So, ich bin immer noch ein bisschen paranoid, was hier die Gegend angeht. Wie gesagt, ein Creeper wäre im Moment noch ein Todesurteil. Ich sollte, aber wenn ich jetzt Hunden gehe, sollte ich das Bett mitnehmen. So, pass auf, wir holen noch mal gerade ein paar Fische. Sind zwar nicht die beste Nahrung, aber es wird es tun für den Moment. Wir sollten uns vielleicht auch noch gerade die Koordinaten notieren. Damit wir auch schön den Weg zurückfinden. Und zwar ist es das 28 minus 84. So, die Höhenkoordinate tippe ich normalerweise nicht mit ein, weil das ist normalerweise relativ egal. Ach, ich habe kein Papier. Ich habe überlegt, ob ich gerade eine Map machen soll, aber ohne Papier. Ein Ei. Ja gut, das können wir vielleicht später brauchen für eine. Ich habe tatsächlich, glaube ich, seit Ewigkeiten keine. Hoch. Was ist denn mit dem Baum los? Ich habe seit Ewigkeiten keine automatische Hühnerfarm mehr gebaut. So, ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt je gemacht habe. Ich glaube, gebratenes Huhn ist gleichwertig mit Steak und gebratenes Schweinefleisch. Das heißt, davon eine endlose Quelle zu haben, wäre schon mal nicht verkehrt. Wobei ich tatsächlich goldene Karotten auch ein Stück weit bevorzuge. Minecraft ist echt nur Steak. Ich weiß noch, wie ich früher mit 1,5 Pack mit 15 FPS. Oh, Minecraft war früher so schlimm von der Leistung her. Wieso höre ich hier alle 2 Meter Skelette oder Zombies? Ich meine, solange ich keine Creeper höre, ist alles gut, aber. Das sieht aber alles nicht wirklich dorfig aus, leider. Die gute alte Sega-Konsole hat aber auch was. Ich hatte eine PlayStation 1. Mit Tarzan. Und ich glaube, die hatten wir geschenkt bekommen von der Kollegin von meinem Vater. Und ich glaube, sie hatte noch Rayman dazugelegt, wo ich aber auch nur die ersten paar Level geschafft habe. Und Star Trek Invasion hatten wir dafür, wo aber auch eigentlich nur die ersten ein, zwei Level gut sind. Das habe ich vor einer Weile sogar noch auf dem Emulator nochmal gespielt. Also zumindest den Anfang. Wirklich weit kommt man in dem Spiel nicht unbedingt, weil manche Missionen einfach echt scheiße sind. Eins mit Tomb Raider.
Boah, ich hatte Tomb Raider Chronicles, hatte ich mal, weil wir hatten den Film und da war eine CD für halt Chronicles dabei. Wobei ich da selbst mit dem Lösungsbuch auch oft zu blöd für war. Und Tomb Raider, boah, wann kam das raus, das letzte? Also das ist das letzte, es gab jetzt, glaube ich, auch schon zwei oder drei neue, aber das erste von den neuen, wann kam das nochmal raus? 2012? Weil bei dem muss ich, also ich habe es gespielt, aber ich muss sagen, ich fand es ein bisschen zu, wie soll ich sagen, da ist man ja ständig von einem, von einer Cutscene, beziehungsweise das heißt Cutscenes, es waren ja mehr oder weniger spielbare Cutscenes, die nächste geworfen worden, wo Lara eigentlich alle 2 Sekunden um Haaresbreite fast stirbt. Und ich fand das schrecklich, weil einem ständig die Kontrolle entrissen wird, was halt irgendwo natürlich klar, man soll der Situation ausgeliefert sein, aber auf der anderen Seite, irgendwann ist auch mal gut. Du darfst nur nachts oder während Gewitter, aber es, wow, hallo, da steigt der Mond auf. Das ist das, warum ist das nicht Nacht genug? Dass du Angst hattest, alleine zu spielen, weil so viele Jumpscares in Tomb Raider? Waren in Tomb Raider Jumpscares? Also, ich weiß nicht, welches das. Gut, ich, wie gesagt, ich habe nur Chronicles und wie gesagt, 2012 oder wann das rauskam, gespielt. Aber an Jumpscares konnte ich mich jetzt dann nicht groß erinnern. Ich glaube, gut, in Chronicles gab es, glaube ich, dieses eine Level. Da habe ich auch aufgehört, einfach weil ich es zu blöd fand. Wo du irgendwie als junge Lara halt durch irgend so einen Wald rennst. Aber gruselig fand ich es eigentlich nicht. Oh, Wölfe. Wir haben keine Knochen. Also irgendwie hat Minecraft nur 2 Modi. Entweder man findet alle 2 Meter ein Dorf oder man findet ewig keins gefühlt. Aber ich kann ja mal zurückgehen und dann in die andere Richtung. Beziehungsweise in mal in die Richtung von dem, von dem Badlands-Biom. Ich habe das Gefühl, dass ich, habe ich die Orientierung verloren? Also eigentlich müsste, wenn ich mich jetzt nicht komplett verirrt habe, da drüben irgendwo gleich das Mesa-Biom kommen. Okay, ich dachte, ich hätte was gesehen, aber. Ich finde es toll, wie schnell man inzwischen mit Booten ist. Also das war ja früher, da haben sich ja Boote gesteuert wie brennende Flugzeuge in GTA. Das ist auch so eine Sache, an der ich mich in GTA nie anfreunden konnte, ist die Flugsteuerung. GTA San Andreas hat bei mir bei der Flugschule geendet. Und ich meine, es war nicht ganz so schlimm in GTA 5. Aber ich sag mal so, sie erlauben dir da auch die Flugstellen zu überspringen, wenn du gar nicht klarkommst. Und ich finde, es ist unnötig kompliziert. Ich finde, eine Steuerung von einem Flugzeug muss, wenn man keinen Flugsimulator spielt, nicht realistisch sein. Okay, dieses Biom wirkt schon mal, als könnte es ein bisschen größer sein. Mit dem Controller ist das sehr einfach.
Ja. Nee, ich fand die Steuerung für Flugzeuge in GTA nie besonders intuitiv. Meine gut, ich hatte zu dem Zeitpunkt, habe ich es mit Tastatur und Maus gespielt, aber ich bin gar nicht sicher, ob ich GTA 5 schon mit Controller gespielt habe oder ob es noch mit Tastatur und Maus war. Ein Spiel, wo ich es mir nicht vorstellen kann, es mit Tastatur und Maus zu spielen, ist aber tatsächlich Dark Souls. Also da, keine Ahnung, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass das auf. Ich glaube, es war auch ursprünglich ein Konsolenspiel und ich kann es mir da irgendwie auch nicht vorstellen, dass sich die Steuerung, dass es sich halt gut steuern lässt mit Maus und Tastatur. Also es geht bestimmt, aber. So, und hier grenzt das Mesa-Biom schon wieder an was anderes an. Was wir übrigens auch später machen werden, ist, aber das mache ich tendenziell erst, wenn, also erst richtig, wenn wir den Elytra haben, ist, uns eine Weltkarte zu erstellen, wo wir wichtige Orte markieren können und immer sehen können, wo sich was in Relation zueinander befindet, weil das habe ich, das ist ein Problem, was ich oft habe bei Welten, die ich nicht selber spiele, zum Beispiel wenn ich jemanden auf YouTube oder auf Twitch zusehe, dass ich teilweise nicht weiß, wo die ganzen Sachen gerade in der Oberwelt dann in Bezug zueinander sind, gerade wenn man dann viel mit Netherportalen reist. Okay, ich dachte erst, das wäre Stroh irgendwie von irgendwelchen Häusern, aber das Biom ist schon mal nicht klein. So, jetzt verliere ich gerade aber echt den Überblick. Waren wir? Oh, hallo. Hallo, hallo, hallo. Ich bin mir nicht sicher, ob wir gerade unsere Basis gefunden haben. Das Ding ist, in meiner privaten Hardcore-Welt habe ich meine Basis in einem unfunktionierten und erweiterten Wüstentempel. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob mir die Lage von dem hier gefällt. Aber an sich haben wir hier Wüste, da ist Badlands, da ist Wald, hier ist Wald. Ich leuchte das mal gerade ab. Ausgraben müssen wir das Ding, müssten wir dann das Ding auf jeden Fall. Also es wäre nicht meine erste Wahl. So, meine Basis bei 28 minus 84. Wir sind jetzt hier etwa 400 Blöcke entfernt. So, ganz kurz sicher gehen, dass hier nichts kommt. Im Idealfall auch nicht von oben. Fällt gerade wieder auf, wie unterschiedlich Wüstentempel doch. Also, das ist unterschiedlich. In meiner anderen Welt ist natürlich deutlich anders.
ich dachte schon, das war nur das Geräusch vom Dings, von dem Tutorial-Ding. Aber manchmal ist ja auch ein Monster da unten und löst die Druckplatte aus. Ich hatte es auch schon, dass ich an so Tempeln vorbeigeflogen bin, so gelandet bin und auf einmal höre ich einfach nur noch die Explosion. Ich dachte mir so, what the fuck? So, ich war doch noch gar nicht drin. So. Aber zum Glück ist diese Falle ja easy entschärft. Und wir haben direkt ein bisschen kostenloses TNT. Ein goldener Apfel, den behalten wir mal in der Hotbar. Knochen. Die hätten wir vorhin gebraucht. Eisen. Oh. So bekommen wir nehmen die Kiste direkt mit. Okay, das hier ist jetzt nicht so berauschend. Das hier auch nicht. Horns. Ui, toll. So, keine Ahnung. Fawns, ich mag das Enchantment überhaupt nicht, weil man nicht die Kontrolle darüber hat, wann man einen Gegner tötet. Weil manchmal will man ja auch ein Monster irgendwo hinlocken. Ich sag nur Villager-Zombies oder so. Aber meine erste Wahl für ein Zuhause wäre das hier nicht. Also wenn, hätte ich dann schon gerne einen Tempel, der auch wirklich richtig in der Wüste liegt. Wenn man einen Wüstentempel als Basis nimmt, das ist halt auch nochmal die Frage. Was ist das denn? Ach, das. Boah, ich dachte schon, was ist das für ein komisches Vieh? Was sind zwei graue Pferde, die hintereinander stehen? Ich dachte schon, was ist das für komische Köpfe? Was für Monster hat Mojang eingefügt? Aber das Mesa-Biom hat schon mal eine ordentliche Größe. Das Ding ist, ich möchte dem Biom selber eigentlich nichts bauen, sondern ich möchte es eigentlich. Das Ding ist, dieses Biom suche ich, wenn, eigentlich dann, weil ich roten Sand brauche. Weil mit rotem Sand kann man gerade in Wüsten schöne Wege bauen. Wobei ich dafür in meiner privaten Hardcore-Welt dann in Ermangelung auf in Ermangelung von rotem Sand halt auch dann Concrete Powder genommen habe. Das eignet sich auch dafür. Wird Minecraft echt nur auf Twitch kommen oder wird es auch auf YouTube etwas geben? Auf YouTube wird es auch etwas geben, aber da kommen nur Highlights hin. So, wer alles sehen will, muss dann halt auf Twitch entweder die Worts sich angucken oder halt dabei sein. Aber ich meine, ich sag mal so, das meiste davon muss auch nicht auf YouTube. Also ich finde, ich muss jetzt nicht 2 Stunden Strip Mining da hochladen. Also im Prinzip eigentlich das Modell, was Phil da mit seiner Welt fährt. Er ist auch eigentlich derjenige, der mich da inspiriert hat, wieder Hardcore zu spielen. Ich habe irgendwann mal vor Jahren in einem Hardcore-Welt angefangen, habe ein kleines Haus gebaut, habe mir Diamanten geholt, habe dann gesagt, ja super, überleben kann ich jetzt theoretisch für immer. Groß was bauen möchte ich eigentlich nicht, weil irgendwann ist es weg. Aber inzwischen bin ich halt an einem Punkt, wo ich sage, doch, groß was bauen, weil in der Hardcore-Welt hat das Bedeutung, weil da ist es irgendwann weg. Früher oder später. Und wenn man es verlieren kann, ist es halt, hat es direkt nochmal eine andere Wertigkeit. Okay, hier ist schon mal genug Wüste, dass hier potenziell ein Wüstentempel sein könnte.
Das ist halt auch die Sache, wenn man über die Sachen drüber fliegt, findet man auch gefühlt alle 3 Meter einen Wüstentempel und denkt sich irgendwann nicht schon wieder, ich will nicht schon wieder da rein und mich runtergraben und gucken, ob Sachen, die nützlich sind, in den Kisten drin sind. Aber jetzt gerade wäre ich mega froh, wieder einen zu finden, der in einer besseren Position ist, als das, was wir vorhin gefunden haben. Weil das gerade war auf so einer, wie auf so einer Grenze, wo es halt, finde ich, nicht schön war. Wow. Das ist schon. Aber im ersten Moment dachte ich, das wären die Türme von einem Tempel. Also es ist schon ein bisschen Trollcraft gerade. Da ist direkt die nächste Wüste. Der Berg sieht auch cool aus. Nein, Hase, nicht runterspringen. Kein Sudoku begehen, das ist nicht gut. Oh nein, oh nein, 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 nein. Fuck, da war ich unvorsichtig. Verfolgt er mich noch? Ich glaube nicht. Wir sind auch gerade viel weiter weg vom Spawn, als ich sein möchte. Also es wird später noch interessant, Biome zum Terraformieren zu finden für die Projekte, die ich geplant habe. Aber wie gesagt, bis dahin möchte ich halt unbedingt einen Elytra haben, damit wir halt relativ schnell das Gebiet kartieren können und halt auch von oben begutachten können. Ich habe meinen Ofen nicht mitgenommen. Sonst hätte ich die anderen Fische mal gerade braten können. Tierzombies, coole Sache. Oh Gott, nein. Ich bin ja schon froh, dass nicht der lava-resistente Creeper aus Revenge in Einzug ins Spiel gefunden hat. Also da würde man sich in Höhlen ja nie wieder sicher fühlen. Aha. Ist zwar auch nicht in der idealen Position, weil hier auch eine Biomgrenze ist. Aber ich finde, das ist noch, sieht aus, als wäre es noch eher in der Position, wo man sagen könnte, man terraformiert das Ganze hier diesen Bereich.
Und direkt. Ja, nice. Haha. Auch noch direkt an einem Dorf. Auch verschüttet, aber das ist okay. Also das Dorf ist nicht verschüttet, aber der Tempel. Genau wie der andere, den wir vorhin gefunden haben. Okay, wo ist der Eingang? Ich glaube, wir haben gerade unser Zuhause gefunden. Okay, ich höre ein Skelett. So, dann müsste hier die Tür sein, oder? Genau. So, dann ist hier die andere Seite. Bitte sag mir, dass das Skelett nicht da unten ist. Okay, aber wo ist es? Ich höre es die ganze Zeit. Hier ist doch alles zugeschüttet. Okay, irgendwo ist eine, hier ist eine Höhle in der Nähe. Aber es ist da unten erstmal safe. Aber sieht aus, als müsste ich langsam ein Buch führen mit den Koordinaten. Okay, ja, die Höhle ist direkt hier neben. Mehr kostenloses TNT. Multishot. Ja, das ist nicht übel. Ich meine, ich benutze zwar keine Armbrüste, aber... Gold und Emerald. Angeln, wenn man, wenn die AFK-Fischfarmen noch funktionieren würden, wäre das sogar wirklich nützlich. Diamant, ich benutze doch nie Pferde. Ich benutze so gut wie nie Pferde. Was soll ich mit einer Diamanten- und Pferderüstung? So, ich mache gerade Fackeln, dann kann das hier rein. Dann nehmen wir die mit. So, das verrottete Fleisch kann da bleiben. So. Aber immerhin schon unser zweiter goldener Apfel. Das wird ja jetzt ja wahrscheinlich unser Notfallknopf. So, und jetzt müssen wir hier erstmal ganz schnell intervenieren, dass die ganzen Bewohner in ihren Häusern eingesperrt sind, weil sonst, ich habe es leider schon erlebt, die werden sich sonst noch umbringen. Moment, kann ich so nicht rein? Wenn ich mich ducke, ist das nicht anderthalb Blöcke reichen? Ist das nicht normalerweise anderthalb Blöcke, wenn man geduckt ist? Oder kann ich mich nicht ducken, während ich springe? Obsidian, Gold. Ich nehme das einfach mal mit. Brot ist auch dabei. Spinnenauge, was nehme ich denn mal hier? Obsidian auf der einen Seite. Noch irgendwas anderes, was ich nicht brauche. Schießpulver brauchen wir später für den Elytra. Ich möchte gerne die Brote mitnehmen. Spinnenaugen. Komm, die können erstmal da bleiben.
So, und dann haben wir dazu. Okay, das hier ist auch ein interessantes Haus. Das hier sieht aus wie das Haus von einem Bibliothekar. Ich sollte vielleicht nicht Sand nehmen dafür. Hallo! Eine Lektern. Mending-Bücher? Ich komme. Noch mehr. Moment. Das restliche Stroh können wir auch gebrauchen. Aber warum liegt hier eigentlich Stroh? Das ist doch die Frage. So, nochmal alle abmarschen in eure Häuser. Das ist ein Farmer. So. Okay. Was bist du? Du bist ein Zimmermann. Das da ist aber auch nicht gut. Das Ding ist, wenn ich da Fackeln platziere, kann unter Umständen der Sand einstürzen. Hallo Eisengolem. Du wirst leider früher oder später das Zeitliche segnen müssen, weil ich kann dich hier auf keinen Fall drin haben. Das meinte ich. Das geht so überhaupt nicht. Die Pferderüstung aus Eisen kann weg. Ja, ich will die erstmal behalten. Ich meine, wir werden wahrscheinlich eh genug kriegen. Aber zumindest die eine möchte ich mal gerade behalten. Aber das recht theoretisch kann sie weg, das stimmt. Wohnt hier niemand? Haben wir hier keinen, der hier wohnt? Weil das müsste man mal unter Umständen gerade ändern. Hier ist auch niemand. Eiballen. Die könnte man theoretisch auch mitnehmen. So, wen habe ich jetzt hier als eingeschlossen? Ihr seid Nichtsnutzer, ne? Naja. So, in dem einen war der Farmer drin, den möchte ich behalten. Das heißt, du warst der... Genau. Ich möchte bitte, dass du mitkommst. Das Ding ist, also ich glaube, seine Workstation ist irgendwo da drüben. Ich müsste ihn dazu kriegen, dass er das Bett aufgibt. Genau. Nein! Nein! Wobei das Zyanbett gefällt mir gut. Ich glaube, ich nehme das mit und lasse das Weiße hier. So, jetzt lauf. Hättest du gern, ne? Ich habe wieder viel zu viel Zeug. Komm, Chisel Sandstone kann ich notfalls selber machen. So, nein, ich möchte, dass du einen ganz bestimmten Beruf lernst und das ist er nicht.
Komm schon. Nee, warte, die zwei da waren keine Nichtsnutze, oder? Verdammt, ich kann es so schwer erkennen, aber ich meine, die mit den grünen Roben wären Nichtsnutze gewesen, aber hatte vorher einen Beruf, das heißt, er kann keiner sein. Würdest du bitte dir den Job suchen, von dem ich möchte, dass du ihn bekommst? Du hast einen Todeswunsch, oder? Wenn du da durchläufst. Ein Block-Update und dir fällt der ganze Sand auf den Kopf. Wo ist er jetzt hin? Das sieht auch wieder nach einem Fall für Galileo Mystery. Komm, lauf. Komm. Ja. So, und jetzt. Infinity. Das ist verlockend. Das ist definitiv verlockend, aber das ist noch nicht das, was wir wollen. Komm, du kannst aber. Ich bin großzügig. Du darfst. Nein, nicht so. Das Ding ist, ich platziere das Bett ungerne. So. Hier, du kannst mein Bett haben. Aber ich möchte dafür. Alter. Ich möchte dafür, dass du mir Mending verkaufst. Fire Protection 1. Das könnte jetzt einen Moment dauern. Curse of Binding. Ich bin in der Hardcore-Welt. Warum sollte ich das haben wollen? Und warum verkaufst du Flüche? Unbreaking 3, auch verlockend. Looting 3, auch verlockend, aber nicht das, was ich jetzt in erster Linie haben will. Die Sachen kriege ich alle auch über ein Enchanting Table, wenn nötig. Würdest du bitte Flame? Curse of Vanishing, ja gut, das hat für mich keine Bedeutung, weil wenn ich sterbe, ist sowieso alles weg. Impaling 4, dafür müsste man erstmal einen Dreizack besitzen. Silk Touch, auch verlockend. Mending, 34. Oh Junge. Aber wir haben zumindest schon mal. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal wieder zurück. Aber ich muss mir die Koordinaten notieren. So, gucken, wir sind etwa 1200 Blöcke weg, würde ich behaupten. Genau, hier ist das Mesa-Biom. Das ist auch in der Nähe. Also die Strecke kommt jetzt einem auch weiter vor, weil wir vorher die ganzen Umwege gegangen sind. Aber das Mesa-Biom ist in direkter Nacht, ist eigentlich direkt dazwischen. Die nehmen wir mit. Wir werden sowieso Zuckerrohr in Massen brauchen. Aber ich weiß nicht, ob die Zero-Tick-Zuckerfarm noch funktioniert. Ach stimmt, warte. Oh, okay, nein, 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 nein. 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 Fuck. Das ist nicht gut, das ist nicht gut.
Badlands, ja, die haben Minenschächte an der Oberfläche. Also ich würde behaupten, wir werden fürs Erste noch nicht zurück in... zurück zum Dings laufen. Ich würde auch sagen, die Eisenfarm... Also ich habe ja meine Roadmap gemacht, aber ich glaube, die Eisenfarm wird erstmal hinten angestellt, weil wir brauchen nicht so viel Eisen. Zumindest nicht in absehbarer Zukunft. Wirklich Riesenmengen an Eisen braucht man ja eigentlich erst, wenn man entweder aus dem Zeug baut oder wenn man Beacons baut. Aber hier in Mesa-Biom wäre an sich eine Mine auch nicht verkehrt. Okay, nice. Das Ding könnte man sich mal merken. Weil Spawner. Aber eine Mine im Mesa wäre nicht verkehrt, weil hier überall Gold ist. So, dann würde ich sagen, wir nehmen die wichtigen Sachen mit und alles, was wir darüber hinaus noch tragen können. Also, Diamant, Diamantspitzhacke, Obsidian, alle unsere Erzeugnisse hier. Jetzt wäre es auch sinnvoll, die Sachen... Oh, passt perfekt. Auch die Sachen entsprechend zu komprimieren. Das passt ja wirklich gut. So, Flint kann man gelegentlich brauchen. Erde brauchen wir potenziell für ein Feld. Und dann nehmen wir noch zwei Stacks Cobblestone mit. Falls wir nochmal unbedingt was hiervon brauchen, können wir immer noch zurückkommen. Ach, hier ist ja noch Dings. Warte, das zu komprimieren bringt wahrscheinlich erstmal nichts, ne? Halb. Ich würde ja zu gerne noch den Ofen mitnehmen, aber den Platz haben wir jetzt leider nicht mehr. Wie gesagt, Steine und Andesit kriegen wir notfalls auch in der Wüste. Okay, kann ich Schritte hören? Ich höre keine Schritte. Okay, es scheint noch nichts gespawnt zu sein. Warte. Stopp, 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 stopp. Was wir noch mitnehmen sollten, sind die Diamanten unten, die wir freigelegt haben. Ich meine, es ist jetzt schade drum, dass wir sie nicht mit Fortune abbauen können, aber ich will jetzt dafür nicht extra nochmal zurücklaufen. Ach, okay, das ist der, den wir vorher gefunden haben. Ich dachte schon, das wäre ein neuer. Moment, so. Müssen wir schon wieder aufpassen, weil hier sind wieder Minenschächte. Die wir später natürlich auch erkunden können, aber
Ich möchte mich nicht zu früh im Hardcore-Modus mit Giftspinnen anlegen. Weil die ziehen richtig rein, haben eine winzige Hitbox und machen auch noch Schaden über Zeit. Also da möchte man schon Diamantrüstung mit Protection 4. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg. Da drüben müsste es gleich sein. Hier ist ein Lavasee. Das wird später noch nützlich. Wir haben also Lava vor unserer Haustür praktisch. Oh, ich dachte, da würde ein Creeper hervorgucken, aber es ist nur ein Kaktus gewesen. Ich bin irgendwie mega paranoid heute. Ah gut, es liegt auch ein bisschen daran, es ist eine Hardcore-Welt, ganz am Anfang. Und wir haben noch nicht wirklich einen Ort, den wir als sicheres Zuhause betrachten können. Aber wenn es nach mir geht, wird das, ich bin fast dran vorbeigelaufen, das hier bald unser neues Zuhause. Das lagern wir noch gerade die Sachen ein. Gut, ich habe jetzt den Ofen nicht mitgenommen, aber ich kann zumindest den Crafting Table platzieren. Ich kann einen Ofen, also ich mache direkt mal zwei. Das war jetzt natürlich schlau. Ich mache es anders. So, so. So. Und dann können wir die übrigen Kisten so platzieren. Also das sieht aus wie ein Crafting, also wie ein Lagersystem von, keine Ahnung, Insert Redstone YouTuber hier. Knallen wir noch gerade die. Ich hatte doch vorhin. Ach, ich habe ja die ganzen Sachen komprimiert, so rum. Moment, dann machen wir aber gerade mal bisschen Ordnung. Gold rein. Hier kann noch Obsidian rein. Knochen. Sugarcane gibt es da drüben noch mehr. Das ist schon mal gut. Das müssen wir auf jeden Fall auch kultivieren. Den hier können wir auch noch platzieren. Da passiert uns ja zum Glück nichts, wenn wir da drauf laufen. Super, dann ist unser Inventar leer fürs Erste. Und dann würde ich sagen, im nächsten Stream, wann auch immer der genau sein wird, machen wir hier draus ein bisschen. Boah, ich krieg's gerade nicht zusammen, wie die. Wir machen ein bisschen Tine Wittler. Ich krieg gerade den Untertitel nicht mehr zusammen. Der Parodietitel ist ja Tine Hitler, Einmarsch in vier Wänden, aber ich krieg gerade den. Tine, Einsatz in vier Wänden. Wir machen nächstes Mal Tine Wittler, Einsatz in vier Wänden hier und dann wird das hier. Ich kann beim nächsten Mal kurz zeigen, wie mein Wüstentempel in meiner privaten Hardcore-Welt aussieht. Und ich sag's so, ich möchte das noch ein bisschen übertreffen, weil das, was ich in meiner privaten Hardcore-Welt gemacht habe, ist. Finde ich ganz hübsch, aber auch nicht mega weltbewegend. Also bis dahin.